Willkommen bei SGHK. Minus Henno! Oh nein, ich habe mich eingemacht. Ist wirklich Minus Henno und keiner hat's gesagt. Ja, deswegen habe ich schon die ganze Zeit getriggert, Willkommen Leute. Zu SGHK! Minus Henno! Ja, genau. Ja, wir spielen heute ein sehr, sehr cooles Game. Ich habe es damals schon bei Stößen und Kalle gesehen. Checkt es gerne ab. Das sind nämlich die ersten Folgen. Also die, die jetzt vor den zwei kamen, vor meiner. Da wird nämlich alles ganz genau erklärt. Ich würde es eigentlich sonst mal im Kurzen so erklären. Es ist eigentlich ein bisschen wie West Hunt. Nur Hunt, genau, West Hunt, Hunt Showdown. Ja. Und noch so ein paar andere Sachen. Ja. Aber genau, ein bisschen erkläre ich es euch, aber es ist nice, macht Spaß, ich liebe die Grafik und wir haben ja schon übelst die Schwitzer drin, tatsächlich. Jo, diese Woche ist wirklich krass, weil die Wochen davor haben wir, also ich zumindest und wir dann auch komplett zerrissen. Ja, naja. Das stimmt, genau, jeder hat seine eigenen Fähigkeiten, wir sind Geheimagenten, wir werden jetzt gleich alle zu NPCs, bedeutet, wir haben gleich alle irgendein random Aussehen. Wir können es auch immer ständig wieder wechseln und müssen aber währenddessen geheime Dinge tun, ohne dass die anderen Teams erkennen, wer wir sind. Also wir müssen alle aufpassen, dass wir einfach aussehen wie NPCs. Und wenn man den Verdacht hat, dass jemand eventuell ein echter Spieler sein könnte, dann kann man überlegen, die zu eliminieren oder nicht. Und am Ende ist das Ziel, einen Safe Lair zu räumen. Haben wir bis jetzt noch nicht geschafft. Vielleicht ist das hier die erste Runde. Nee, es kam auch irgendwie nicht dazu, ne? Also nee. Ich habe das Gefühl, sobald die Leute ein bisschen Skill bekommen und so, ist es eher so ein Call-of-Duty-Shooter-Ding als ja, alles andere. Aber ja. Oh nein, da ist wieder so ein Fisherman. Ja, das siehst du mal, wie lange die Leute schon gespielt haben, wenn sie gewisse Skins haben. Ja. Wenn ich das aber richtig gesehen habe, kann man auch tatsächlich über viel Spielen, so ein bisschen wie bei Overwatch, fast alle Skins freischalten. Also es gibt dann so ein paar Premium-Skins. Aber das meiste kann man, glaube ich, einfach nur Play-by-Play-mäßig freischalten. Das ist natürlich geil. Ah, wir sind wieder auf der Map, okay. Genau, jetzt sehe ich aus wie Störsen und gucke jetzt, was die machen. Ich habe jetzt hier die Möglichkeit, auch immer Sachen zu hacken. Die brauche ich. Diese Hacking-Punkte erlauben mir nämlich am Ende, Tresore und Türen zu öffnen. Das werdet ihr gleich sehen. Yep. Ich glaube, das war mal eine gute Speedrun-Erklärung, oder? Genau. Für die kleinen Knulis, gell? Ansonsten haben wir auch tatsächlich in einer Folge von Sebastian warum? Vor... Was ist los? Meine Tarnung ist weg. Ach verdammt, ich bin schon wieder in so einen dummen Bereich rein, ja. Wir haben eine Folge von Sebastian von vorletzter Woche auch ein bisschen ausführlicher über das Spiel gesprochen, ja. Wie das so funktioniert oder so. Wer sich da noch ein bisschen bereichern will an Wissen und Sebastian Stimme lauschen möchte, kann das da gerne tun. Das war jetzt gerade übel riskant, aber es hat mich keiner gesehen, das ist gut. Ich hab dich gesehen, aber es sah gut aus. Echt? Und keiner sagt was und keiner wundert sich, weil typisch Gnu einfach nur. Na ja, genau. Gnübisch Tu. Also die Grünen sind quasi grüne Räume. Alter, ich habe eine lila Karte gefunden in so einem grünen Bereich. Oh, damit kann man halt schon diese Tresorräume öffnen. Also da, wo man diese Sperren drin hat. Die lilanen Räume sind immer die, wo die Sperren sind. Und dann gibt es noch einen lilanen Raum mit einem goldenen Raum da drin, wo dann dieser Tresor drin ist. Und deswegen sollte ich, um in den grünen Raum zu gehen, einfach einen von den Grünen kopieren, damit die sich nicht aufregen. Richtig. Genau, weil du dann nicht dran erkannt wirst und damit nicht auf dich. Und wenn du Glück, also du kannst diesen Raum dann auch entweder aufhacken mit deiner Währung, oder du wartest, dass ein NPC in den Raum reingeht und du gehst dann einfach hinterher. Oh, okay. Ich werde beschossen, ich wurde erkannt. Oh nein. Also, heute ist hier was los, Freunde. Das ist ja wie im echten Leben als Influencer auf der Straße. Ich wurde beschossen, ja, ist ich halt wurde erkannt. Wirklich so. Da ist wieder Karte. Ich will das Foto geben, Mann! Oh. Ich hol dich mit meinem. Wie bei der Gamescom. Genau, da ist Karte und alle holen die Waffen raus. Sie haben mich erkannt. Scheiße. Ey, es ist so heftig. Na, im Prinzip shootest du ja auch mit Fotos, ja auch ein Auslöser. Okay, wir müssen jetzt nur darauf achten, Gnu, bevor wir ihn holen, dass da keiner campt. Richtig, weil die könnten natürlich in der Umgebung auch einfach chillen und darauf warten. Ja. Dass, ne? Bist du da drin, Kalle? Ich lieg wieder auf der Straße, ich lieg hinten, dahinter. Ach so. Ich komm. Mach dir keine Sorgen, mach sie bequem, entspann den Nacken. Guck dich mal ein bisschen um, ob es irgendwelche NPCs gibt, die ein bisschen weird aussehen. Die sehen alle weird aus. Die rennen sogar authentisch. Was soll das? Ey, wir haben halt Zeit, ne? Also gar kein Stress. Kalle kann auch ein bisschen auf dem warmen Beton liegen. Ja, Beton wird aber auch immer warm, habe ich recht, Freunde? Mhm, vor allem wenn Regen drauf prasselt. Ich liebe den Duft. Alter, hier ist eine Badewanne, Digga. Digga.
bin als Support da, falls irgendwer hier gleich Faxen macht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der Sicherheitsbeamte da auf der Bank. Danke dir. Gerne. Hat keiner gesehen. Die Fähigkeit habe übrigens nur ich, glaube ich, gell, dass ich von der Ferne die Leute... Ja, genau, es hat jeder so eine spezielle Fähigkeit. Genau. Okay, es sieht aber aus, als wäre jetzt gerade keiner, das ist schon mal gut. Puh, under pressure. Nice. Gut, Kali lebt wieder, alles gut. Mhm. So, dann brauche ich jetzt eigentlich jemanden... Oh, es sind aber schon zwei Tresor... Es geht gerade fix. Die haben Bock. Da brauche ich aber eigentlich jetzt jemanden, der... Wollen wir vielleicht mal irgendwie... Kann ich mich tarnen? Kann ich mich... Achso, ich kann mich gar nicht wie die tarnen. Ach, schade. Alter, Leute. Muss jetzt eigentlich... Die Tresorräume sind auf. Okay, dann aber schnell. Ich versuche mir mal eine blaue Tarnung zu besorgen und werde jetzt hier dann mal gucken, ob ich da... mal schauen kann. Jetzt ist die Tür aufgegangen. Oh, hier wird geschossen. Ja, hinter dir, hinter dir. Lass uns vielleicht einfach reinlaufen, oder? Hier ist ein Spieler drin. Ja, okay, ich komme zu dir. Oh, ich kann nicht zu dir rein, die Tür ist zu. Ach, ich bin so dumm, ich bin so dumm. Wenn ich schieße, dann bin ich natürlich enttarnt. Oh mein Gott. Wie viele, wie viele? Also da sind super viele NPCs einfach und ein Spieler. Ich komme rein, versuche dich zu retten. Oh, du wurdest auch enttarnt, Vorsicht. Warum denn eigentlich? Ich weiß es nicht. Oh, und ich... Ja, die schießt noch. Die sind sogar ach, frei, aber warum? Wie denn? Ja, ja. Versteh's nicht. Einfach ausprobiert oder was? Oh, die haben da so einen Laser. Oh nein, deswegen. Der schminkt dich ab und zeigt dein wahres Ich. Das wäre ja für mich fatal. Stört sie? Du kannst sie einfach fremde Menschen abschießen. Ja, ich... Mann, jetzt... Ach ja, jetzt ist ein ganzes Dreierteam hinter mir. Holy fuck. Oh, die haben dich aber durchgesiebt, ey. Die hören da gar nicht mehr auf. Was ist denn los mit denen? Das ist ja Overkill. Ja, heute ist wirklich krass. Das war ein richtiger Overkill gewesen. Alter, heute ist wirklich insane. Ey, das habe ich so noch nicht erlebt, dass sie so... Ich kenne auch die ganzen Gadgets und so leider gar nicht. Ja. Egal, nochmal. Aber wäre es dann nicht am schlausten, einfach direkt alles an Karten zu sammeln, sich direkt jemanden einen blauen Anzug zu nehmen und in die blauen Räume zu gehen? Also, man kann es halt unterschiedlich spielen. Entweder du machst halt die ganzen Objectives und spielst halt so, dass sich voll viele sehen und hast halt dann Pech. Oder du spielst halt so richtig sneaky und machst halt genau das so und wartest halt darauf, dass die anderen was machen. Ja. Ja, jetzt ist hier gerade halt natürlich mega Counter-Strike wieder Action. Ja. Die gehen jetzt wieder ab. Ich suche gerade schon. Okay. Die Schnitzel. Alter, wie die fighten, Mann. Krass. Ich finde die Charaktere und alles echt cool. Ich mag das Design. Ich mag der eine ist halt auch Level 57. Boah. Zeitüberschreitung bei der Spielersuche gerade bei mir, oder? Ich versuche nochmal. Ja. Und wir brauchen eigentlich im Prinzip für die Tresore eine lilane oder eine blaue Karte. Oder ist es egal? Also für den Tresorraum, ja. Da gibt es halt auch mehrere Stufen drin. Also erstmal, wenn du jetzt Richtung Tresor gehst, brauchst du auf jeden Fall blau, lila und dann letzten Endes halt Gold. Okay. Gold kannst du aber auch aufhacken mit irgendwie 10 Daten oder so. Naja, die spielen schon gut hier, die Schweine. Ja, die kennen das Spiel, die sind krank. Diese Schweine. Allein, dass das gerade da auf dem Boden war mit dem Dings da, dass man enttarnt wird, das wusste ich gar nicht. Nee. Das sind so Sachen, die man jetzt so langsam nach und nach mitbekommt. Ja. Diese Verfluchten. Das leben schon noch einige. Ja, ja. Ja. Wir haben uns direkt rausgejietet. Der eine ist schon Techniker, der rennt da schon rum. ich glaube, wir müssen mal zurück ins Hauptmenü. Vielleicht muss jemand anders suchen, bei mir bricht es gerade ab. Okay. Die ganze Zeit. Alter, Freunde, wir haben im Office jetzt einfach so eine geile Kaffeemaschine. Echt? Das ist so Hammer, ja. Ihr Schweine. So einen richtig geilen, nicht so ein, weiß ich, so ein 200-Euro Vollautomaten, sondern so einen richtigen Siebträger. Brecher. Ne, Kalle? Siebträger? Ja. Siebträger? Das weiß ich nicht. Nee, so eine nicht, nee. Ich habe jetzt einen Siebträger, so ein Hybrid aus Siebträger und automatisch. Ich muss sagen, jetzt ist es so aufwendig, dass ich nur fast gar keinen Kaffee mehr trinke.
wenn man gar echt? Keine Lust hat. Ja, ey, für mich wäre das mega geil. Es ist halt voll der Vibe für mich, so Kaffee zu machen irgendwie. Ja, ich auch. Also wenn Gäste da sind, macht's Bock. Aber so für mich alleine ist es mir dann zu aufwendig. Aber es schmeckt schon genial. Dann lieber doch den Jakobskrönung genau. aus der Packung. Genau. Ich habe halt so einen Automaten und da drücke ich drauf und dann kommt da was raus. Genau, das hatte ich auch. Ja, so einen habe ich auch gerade, ja. Und da habe ich halt 5 Tassen am Tag konsumiert und das hat sich jetzt stark reduziert. 5 Tassen am Tag. Ja. So, was machen wir genug? Was ist der Schlachtplan? Der Schlachtplan ist beobachten, alles hacken und mal schneller in diese lilanen und blauen Räume zu gehen. Tatsächlich ein guter Plan, ne? Ja. Hört sich einfach genial an, auch, muss ich sagen. So, hier, nimm das. Eigentlich voll Damage, ja, gibt's. Nimm das gern raus, ist für dich. Das ist ein Geschenk. Das ist ein Giro, okay. Ein Girokonto. Mein Sparbuch. Ein Sparbuch. Mach mal jeden Tag einen Cent drauf. Es ist so ruhig. Ah, ist echt schön. Ist richtig schön gemacht. Ja, finde ich auch. Ich mag's. Ich lieb's. Oh, es ist schön. Look at this. Look at this. Ich muss auf sowas immer achten. Ich habe in meinem Studium so viel modelliert. Ich weiß, wie schwer das ist. Deswegen. Das ist so schön gemacht. Ja, ich musste so dumme Sachen modellieren und animieren. Das war immer eine Katastrophe. Ja, wir hacken einfach alle Daten. Oh. Ruhig. Hack. Nacktbilder von Kalle. Ich wusste es. Ja. Du, Hack. Jetzt ist die Frage, ist das ein schönes Bild? Oder? Das sieht schon sehr ästhetisch aus, muss ich sagen. Also wie du so deinen Rücken durchgebogen hast und die Spannung. Ich habe eine lilane und eine blaue Karte. Oh, nice. Sehr gut. Was machen wir jetzt damit? Was wir damit machen? Karte oder direkt hier so einen Tresorraum knacken da. Hier ist gerade der Promi in den einen Bereich gerannt. Der Promi? Oh, der Promi hat gelbe Sicherheitsstufe, also quasi goldene, kommt überall rein. Ich habe ihn gerade getötet. Oh. Ich habe ihm ins Gesicht geschossen, weil er hat mich angeguckt. Ach so, hättest du nicht einfach kopieren können? Und war es ein Spieler? Nee. Ja, einer von uns sollte die Tarnung von dem nehmen, oder? Ich nehme die einfach mal. Ja. Boah, es sind alle einfach sass. So. Ich bin der Promi. Ich komme zu euch. Ich habe jetzt eine lilane und eine blaue Tarnung. Schlüsselkarte. Das heißt, wir gehen wohin? Ja, lass mal zu Gnu. Gnu, bleib mal da, wo du bist. Dann Was ist, wenn ich eigentlich in der Mitte Q drücke? Nichts, oder? Das ist so ein Scan. Da kannst du einfach durch die Wände so sehen, was es so in der Nähe gibt. Sowas wie, wo Muni liegt oder ein Heilcenter. Oh, oder. Nice. Das ist eigentlich ganz sinnvoll. Bleib mal da, wo du bist, Gnu. Wir versuchen gerade zu dir zu kommen. Ja. Oder komm mal ein Stück zurück. Wir gehen hier gerade zum Treppenhaus. Damit wir gleich bei dir sind. Das ist schon schön. Gegangen? Ja, er ist gerade hier reingegangen, ne? Ah, ich komm mal zu den Treppen. Okay, warte, wie kommst du dir? Ich komme mal zu den Treppen zu euch. Mhm. Noch alles ruhig, noch nichts passiert. Ihr müsst doch darauf achten, ob jemand vielleicht zu mir geht und meine Tarnung klauen will. Ja. Ja, true. Weil ich glaube, das könnte. Also kann dir jemand die klauen oder dich einfach nur kopieren? Jemand kann mich kopieren. Okay, aber sie dir dann nicht wegnehmen dadurch. Nee, dann sind wir halt das beide und dann wisst ihr, yo. Das aber ist wir wissen aber auch, dass es die Person nur einmal gibt eigentlich. Okay, Problem lass uns zu C, ja, oder? Stimmt. Okay. Bleibt die Leiche von der VIP-Person liegen? Ich glaube schon. Weil kann wenn die jetzt sehen, die liegt da und dann sehen die den VIP, dann wissen stimmt. sie halt, dass nein. Yati. Das kann nicht sein. Du hast Jetty. Ich laufe jetzt Jetty, by the way, nur hinterher. Ja. Okay, da wurde ein Laden aufgeknackt. Ich wurde enttarnt. Oh nein. Ich weiß nicht, wer das war. Direkt ein Spieler. Oh mein Gott. Heftig. Ach, verdammt. Ich habe hab leider keine Ahnung von wo oder wer. Ich habe mein Schutzschild schon wieder vergessen. Hilfe. Hilfe. Der ist da drin, Vorsicht geschlossen. Welcher von denen? Das weiß ich leider nicht. Scheiße. Ja. Hab fast die, die das rumcampt. Ich hab mich jetzt hier mal hingesetzt. Ja, ich glaube fast die da jetzt wegrennt. Mhm. Ja, 100 pro. Ja. Also ist sehr unangenehm, weil ihr wartet beide auf das Gleiche. Ich muss mal die hier noch lebt und dann wieder aufkoppeln muss. Sehr gut, Papi. Sehr gut.
Aber ich werde von hinten gekillt. Keine Chance. Scheiße, Digga. Ich wurde gesandwiched. Ich suche noch einmal, ja? Ja. Ey, das ist so krass, weil die diese Devices haben, die sofort aufdecken. Ohne das. Oh, kacke, ey. Ja, ich glaube, wir müssen einfach vor so Tresorräumen, müssen wir einfach mehr aufmerksam sein. Und vielleicht doch einfach mal wagen, Leute abzuknallen. Oder mal zu testen irgendwie. Weil wir werden immer als erstes abgeschossen und dann sind zwei Toten. Ja, blöd. Ja, und dann kommen alle. Okay, Leute, jetzt aber, das wird's. Ey, alle guten Dinge sind 6 oder so jetzt insgesamt? 20. Wuhu! Oh nein, ich glaube, da ist wieder ein Fan drin. Ja, ja, der. Oh, oh. Ich bin gespannt, was er kann. Oh oh. Wir werden alle dein. Das sage ich euch jetzt schon. Wir werden dein? Ja, sterben. Alter, guck mal, hier genug Eisbecher. Ja, voll cool sieht der aus. Ja, den würde ich sofort essen. Welche Warum Sorte ist deine aber? Lieblingssorte? Meine Lieblingssorte? Ja. Ich mag bei Eis so voll gerne so eher so Milcheis. Sowas wie irgendwie Cookies oder Rocher oder keine Ach Ahnung, so. Ey. So eine Queen bist du. Ja, ja. Ich mag so Fruchteis auch geil. Sowas wie so Zitrone, so Klassiker. Aber catch mich nicht so wie so ein richtig geiles Rocher-Eis zum Beispiel. Boah, das ist auch nicht. Kalle, wie sieht's bei dir aus? Ja, natürlich. Also ich bin absolut am Start. Sorry, ich bin gerade leider ein bisschen abgelenkt, musste gerade eine Nachricht verfassen. Ich habe tatsächlich gar nicht zugehört. Was war die Frage? Welches dein Lieblingseis ist? Scheiße, ich hab's vermutet und dann wollte es auf gut Glück einfach irgendwie... Ja, ich bin auch dabei. Es tut mir leid, ich muss gerade eine wichtige Nachricht schreiben. Alles gut. Ich bin auch dabei. Tatsächlich, das ist das absolute Peak-Performance-Eis für mich. Was für ein Eis? Man hätte auch nicht schlimme Antworten können. Ja. Jo, Kalle, was ist dein Lieblingseis? Ja, ey, Bro, ja, Mann. Ja, aber ich dachte, er ist dabei, er nimmt das gleiche wie du. Ist gar nicht so schlecht, die Aussage. So, zocken. Ja. Geht übrigens nichts über Pistazie und Haselnuss. Pistazie weiß ich nicht. Doch. Eine Haselnuss gute Pistazie. Geil. Pistazie weiß ich nicht. Sagt der mit seinem Moscherie-Mango-Eis. Also, es gibt so, also ich mag zum Beispiel so Sahne-Eis lieber als so dieses Fruchteis. Boah, ja, kommt drauf an. Also ich finde im Sommer so ein Mango-Eis, so, das ist schon voll, geil. Voll. Aber es geht für mich zum Beispiel nichts über einen Split. Also Split oh, ja. ist für mich so echt top-notch Eiscreme-Variation. Ja. Weil das einfach, hat auch beides, muss man auch dazu sagen. Ne? Split ist schon dirty, ja. Und was ich auch immer sehr gerne gegessen habe, war... Split is sturdy. Cornetto. Cornetto. Oh. So, Kinder, wie vorhin und dann aber noch ein bisschen schneller rushen. Und wir müssen echt aufpassen, die kann man diese dummen Fallen nicht sehen, die dir immer stellen, wo wir durchlaufen, die unsere Tarnung entlarven. War total bescheuert. So, ich habe hier einen Raum gehackt. Jungs. Ja, was? Sorry? Ich finde diese, die tun ja manchmal auf dem Boden diese bescheuerte Tarnung, die uns sofort enttarnt. Ja, gibt es irgendeine Möglichkeit, die zu entdecken, wenn man aufpasst? Ich habe das tatsächlich heute zum ersten Mal gesehen. Ich vermute fast nicht, also ich vermute, es bringt tatsächlich, also man kann nichts wirklich dagegen tun, so. Okay. Außer halt weglaufen vielleicht, aus dem Kreis versuchen zu entkommen. Das ist so meine Vermutung. Hm. So. Ich hab jetzt ein paar Daten, bin Raum aufgehängt. Ich will die ganze Zeit verstehen, wie man Leute entdeckt. Aber ich verstehe es nicht. Nee. Ha, hier ist ein Spieler. Wurde entdeckt. Das ist ein Safe Call. Ja, Safe Call, weil der jetzt gerade von mir weghüpft und enttarnt ist. Okay, du kommst, glaube ich, gerade auf mich zu. Ich sehe ihn. Ja, ja, der ist hier am Hüpfen. Er ist fast down. Ja, er ist jetzt hier drin. Hab ihn. Sehr nice. Schön, sehr schön. Er hat's gar nicht gecheckt. Okay, ich würde mich hier hinstellen und einfach warten, was mal passiert. Oh, ja. Warte mal, er ist direkt gestorben. Seine Leiche ist weg. Leute sind weg, Digga. Sein Team ist gone. Ich habe auch eine, da kommt eine, und zwar die da. Nee, aber hier wird geschossen. Ja, hier die war eine, das. Hier ist eine. Ja, ich habe die abgeknallt, das war die. Hab ein. War vielleicht nicht so schlau von mir. Ich bin auch down. Einer ist richtig low. Ach so, ihr seid alle down. Perfekt.
Verdammt. Digga, aber was ist denn los heute? Lass uns bitte noch eine Runde spielen, so kann ich nicht ins Bett. Das macht mich so traurig. Also das Ding ist, wir haben letzte Woche haben wir nur gewonnen. Jede Runde. Haben wir auch gegen Bots gespielt. Nee, übel. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Ich war zu gierig. Ich habe die eine jetzt was schmeißen sehen, dachte direkt, jetzt habe ich sie. Und dann. Ja, wir müssen halt so, glaube ich, wir müssen uns richtig schön absprechen, weil die wussten halt nicht, dass wir auch da sind. Und ich glaube, wir müssen sagen so, ey, seht, habt ihr alle Sicht auf ihn? Und dann sagen wir alle, yo. Und dann ballern wir gleichzeitig, sodass wir direkt schon mal einen aus dem Spiel nehmen. Ich glaube, das ist, was wir machen müssen. Ja. Das machen halt auch die anderen die ganze Zeit so. Wir müssen echt so sagen, hey, einer ist vor mir. Dann kommen wir alle zueinander und dann ballern wir einen weg. Selbst wenn es ein Bot ist, ist scheißegal. Ja, das stimmt. Ich finde es halt voll schön, mit der Sniper zu schießen. Ja, aber möchtest du vielleicht einen anderen haben? Aber irgendwie finde ich die halt cool. Ansonsten nehme ich mal die Sniper und du nimmst den, womit man es... Nochmal ein Menü bei Agenten gucken. Aber ich glaube, es gibt nur die. Ich habe noch nicht mehr Auswahl. Oder habe ich schon was freigeschaltet? Kannst du kaufen, glaube ich. Ich habe safe schon Munition, um dir einen zu kaufen. Okay, glubsch ich gleich mal. Das glubsch ich gleich mal. Die Operation hat grünes Licht. So, Freunde, jetzt aber. Ey, und das zwar ist richtig. Die beste Runde, die ihr gesehen habt. Wir machen jetzt fest, wenn wir einen sehen vor uns, warten wir einfach trotzdem erst, bis wir alle zusammen sind, ja? Und dann machen wir erst den einen weg. Schön reinsandwichen in die Leute. Ja, damit wir wirklich einen innerhalb von 0,5 Sekunden aus dem Spiel nehmen. Und dann können wir den Rest des Teams zu dritt wegmachen. Ich bin Angela Merkel. Ich bin irgendein Dude. Okay. Good. Eindringen. Let's go. Dann nochmal wie vorhin, aber ohne entdeckt zu werden. Finde ich gut. Ey, finde ich, ist eine gute Idee. Nur immer die besten Ideen, finde ich. Ich würde so gerne runterspringen. Ja, Stetzig hat das gerade gemacht. Ja, ich habe mir wehgetan. Das war mein Fehler. Du bist so mutig. Angelo Merte. 15 HP war es mir... Was dir wert? Okay, was ist unser Plan? Wollen wir erstmal irgendwo rein? Wollen wir chillen? Was machen wir? Ich glaube, ja, so wie vorhin, gleich mal blau und lila anforcieren. Okay. Das sieht sauer auf mich. Aber lass mal zusammenbleiben hier ein bisschen, dass wir auch direkt miteinander agieren können. Ja, das finde ich ein guter Plan. Ja, ich bin hier gerade noch in dem grünen Raum. Ich versuche hier mal eine Karte zu finden, schnell. Mhm. Kannst du uns die Tür aufmachen? Ja. Na sicher, Ehl. Wobei, wir brauchen deine Verkleidung, warte. Wir brauchen deine Verkleidung, komm mal raus, vielleicht. Oh. Hinter dir! Spieler, oder? Ja. Oh ja. Er hat einen Headshot. Ich kann, muss erstmal aufmachen. Okay. Er ist rausgerannt. Ich bin nicht bei dir. Ich bin nicht bei dir. Wir sind ausgeschlossen. Ja, ich habe jetzt die blaue Karte gegrabt. Ich komm wieder raus. Ich komm direkt wieder raus. Müsste mich da mal heilen gehen. Oh Kacke. Mein Gott. Wir hängen ja alle fest. Oh Gott. Ja. Jetzt ich gerade wieder immer vor. Ah, nur jetzt gefahren. Ah, okay. Das war eine weirde Situation gerade. Ja, ich muss unbedingt eine Heilung finden. Ja. Hier vorne ist ein Highcenter, komm mal mit. Sass. Wir warten hier auf dich. Ja, ich würde lieber mal gar nicht. Du brauchst aber drei Daten. Ich hab noch. Ja gut, aber Kalle braucht das. Gut, ich habe eben Daten gesehen, dann sammle ich die schnell ein. Ich hoffe, dass ich nicht abgeknallt werde. Mhm. Okay. Habe. Komme. Sprinte, laufe, renne. Komm auch jetzt mit. Kann wieder jemand ver... Ach nee, nur. Das war ich. Ich glaube, man darf es nicht zu oft machen, weil dann, wie gesagt, immer dieser Kopf hier auf dem Boden ist. So, ich komme jetzt ins Heilcenter. Ich sitze hier schon. Ich komme auch. Wir müssen mal suchen, das... Was muss man suchen? Das Heilung. Dieses Heilding. Ist oben, oder? Ich denke mal. Okay. Ja, ich hab's schon. Okay. Soll ich schon mal weitersuchen so lange oder wir bleiben zusammen, gell? Ja, ich würde einfach jetzt mal zusammenbleiben, weil wir haben. Oh, hier oben ist noch jemand, der auf mich schießt. Hab ihn gefickt. Ah, sehr gut. Nice. Hab ihn gefickt. Wie schaffe ich denn das mit. Wieso kann ich denn mein Special-Ding nicht machen? Soll man ins Klo uns rein sneaken, bis jemand kommt? Hier ist ein Sicherheitsmann, der kommt hoch. Ja, ich brauche unbedingt noch. Oh. Ist ein Spieler? Ja. Er ist weg. Er ist weg? Ja, er hat sich verabschiedet irgendwie. Oh, er ist auf ihn drauf hier. Hab ihn. Nice. Stark. Alter, der hatte 10 Daten. Jetzt hat er nur noch einen dritten. Einer fehlt noch, ne? Ja, jeder, der jetzt hochkommt, ist ein Gegner. Ja, okay. Finde ich eine gute Regel.
Ja, weil die wollen jetzt nach oben und wiederbeleben. Wobei, warte mal, das... Da fehlt einer, ne? Da fehlt eine Leiche. Ja, einer fehlt. Wir haben die einfach alle eliminiert. Naja, Angelo Merto, ne? Er ist hier. Schön, schön, schön. Geht. Oh, ist meine Tarnung fällt auf. Ich warte einfach unten und sage euch, wenn jemand hochsprintet, ja? Ja. Ja. Oben der eine Körper ist weg. Der auf der Treppe ist einer auch verschwunden. Kommt hoch, aber der läuft. Ich glaub, die sind down. Ich glaube auch. Ja. Ich glaube, wir haben das Team ausgelöscht, Freunde. Aber das Problem ist. Nee, ist da einer reingekommen, aber nee, da setze ich da hin. Ich glaube, wir haben das Team ausgelöscht. Also. Glaubst du, wir haben das Team ausgelöscht? Die ganzen Buddies sind weg, ja. Wie tut ihr denn eure Spezialfähigkeit auf F einsetzen? Jesus. Sterzig. Nochmal bitte? Spezialfähigkeit auf F, wie setzt ihr die ein? Ja. Ist ja unterschiedlich, was ist okay. Scheiße. Also da ist noch jemand, der zu dem Team, zu einem anderen Team vielleicht gehört. Das waren das zwei Teams. Aber warte, ich mach das von Weitem. Lass mich's machen. Hab einen. Der checkt es halt nicht, Kalle, ne? Mm. Auf einmal stehst du da wie so ein Model. Und der rafft's nicht. Wo ist er denn hin? Habt ihr ihn getötet? Nein, aber ich habe Kalle wiederbelebt. Neben ihm. Sein Mate gecheckt. Ist aber noch tot hier, ja? Ne, der ist oben noch. Oben ist noch einer. Es lebt noch einer. Lol. Ganz oben? Ja, einer lebt noch. Ja, irgendwer ist abgehauen. Ja, einer lebt noch. Hier sitzt noch eine Frau. Ne, ist sie nicht. Also Digga. Einer lebt noch. Pass mal also auf, dass der unten nicht revived wird. Frage ist halt, wie sinnvoll ist das jetzt auch die ganze Zeit zu kämpfen? Ja gut, ich meine... Ja, ich hab leider auch gar keine Muni mehr. Ich muss mal gucken, dass ich jetzt hier irgendwo noch Muni finde. Oh, der war's. Der ist gerade von oben runtergesprungen. Der hier, ja. Er ist wieder runtergesprungen. Der Schwein. Ja, ist weg. Ich würde mal kurz. Nee, er ist leider abgehauen, aber er ist richtig low. Passt mal oben auf die Leiche auf. Ich suche mal ganz kurz. Ja, ich suche mal ganz kurz nach Muni. Ich weiß halt nicht, was meine Super Special Waffe ist. Hier oben ist jemand. Hier oben ist jemand hingerannt. Okay. Ich glaube, eine Super Special Waffe hast du gar nicht genug. Nee, aber meine Super Special Attack. Ja, ich sehe den. Ups. Ja, also da sind mehrere Leute, aber es ist safe auch ein Spieler. Ich habe da gerade so eine Spur gesehen, dass da jemand hingerannt ist. Boah, ich wünsche, ich könnte euch gerade helfen. Ich habe leider keine Muni mehr. Okay. Ja, alles entspannt. Ich stehe hier nur auf dem Balkon und beobachte. Ich mache gerade nichts. Leiche ist immer noch da. Denken sich auch so, diese Schweine. Diese Elendigen. Komm halt nicht, ne? Ich glaube, die haben den aufgegeben. Ja, er hat sich gerade gezeigt. Geht jetzt wieder weg. Okay. Kann es sein, dass wir das einzige Team noch sind, weil es wurde auch kein Tresor oder so geöffnet in der Zeit. Nee, wir würden tatsächlich draufgehen, wenn es so wäre. Okay. Nicht draufgehen. Wir würden tatsächlich gewinnen. Ich bin leider down. Oh, ich habe auch so einen jemand hat mich leider hier auf dem Dings entdeckt, in dem Gang. Okay. Und hat mich direkt abgeknallt. Soll ich dich holen? Ihr könnt noch chillen. Also ihr seid ja noch zu zweit. Ja. Ihr könnt noch chillen. Meine Leiche bleibt ja da erstmal liegen. Könnte dich halt mit dem Fernrohr holen, wenn Kalle oben aufpasst. Nee, ich würde jetzt sonst mal gucken, ob ich da hinkomme, damit du die Leiche vielleicht im Blick behalten kannst. Okay. Was cool ist. Ich laufe ja erstmal. Das war so eine Tante mit so einem, ja, keine Ahnung. Sieht sie wahrscheinlich jetzt auch schon gelb. Hat sie so ein orangenes Ding an? Ja, das weiß ich. Ich glaube nicht. Ja, ich glaube, die rennt gerade weg. Ich guck oben. Oben scheint auch niemand zu sein. Ah, sie guckt dich da hinten an. Es könnte sie gewesen sein, ja. Ja. Die genau auf die Aimen, ne? Oh, da ist er. Der ist bei mir. Der Sack ist bei mir. Ich bin dead. I'm dead. Ja, ich will ihn. Komm gleich zu dir, Gnu. Ja. Nice. Haben wir, Sterzig geholt. Wir müssen uns eigentlich beeilen, weil da wird jetzt wahrscheinlich schön revived, ja. Ich habe leider nur 75 AP, aber ich will es jetzt einfach versuchen. Okay, let's go, Leute. Ich bin leider ausgesperrt, ich kann nichts machen.
Ja, ich muss jetzt leider kämpfen. Ja, ich bin drin, bin drin. Nice, nice, nice. Bin sehr laut, bin sehr low. Wer will angriffen? Hab ihn, hab ihn. Ja, noch einer, noch einer, noch einer. Safe. Kommt schon, Jungs. Versuch mich zu covern, ich hol genug. Okay, er ist nicht mehr oben. Yeet, yeet, yeet. Yes, Leute, danke. Er ist nicht mehr oben, ist es. Die Festplatte, nice. Okay. Spannend, spannend. Mein Gott. Das ist heftig, Digga. Ich glaube, unten ist gerade eine Tür. Ah, nee, ist mal meine. Okay. All good, all aber good. Ich bin sehr low. Also, ich brauche irgendwie gleich Heilung. Ein Snacky. Hä, der hat gerade hier die Schublade aufgemacht, die Ratte. Das war aber ein NPC. Ich bin hier mal über die Dächer. Ich suche mir mal gerade was zum Heilen, ja? Ja. Ich bin gerade nicht mehr bei euch. Oh, ich habe, glaube ich, ich habe eine grüne Keycard. Was? Bringt es uns sowas? Wie lange die Runde schon? Sollen wir dann raus jetzt, oder? Nee, wir töten einfach alles, was hier reinkommt. Aber warum? In 2:30 ist die Runde tatsächlich vorbei. Blaue. Okay, wir haben die Runde ist nicht vorbei, dann öffnet sich der Tresorraum automatisch. Ah, also, ja, so okay, grüne und blaue Keykarte schon mal gut. Okay. Na Karl, ich finde, du läufst gut in den High Heels. Ja, bist du schon wieder down? Nein, aber ich beobachte. Ist jemand okay, da? Jetzt ist der letzte Tresor-Sicherungsdingspunkt geöffnet. Okay, ja. Okay, das heißt. Heilung, leider. Dass jetzt wieder diese Tresorräume aufgehen und wir jetzt Richtung Tresor gehen könnten, wenn wir wollten. Der Buddy ist, by the way, weg. Ich glaube, sein Team wurde ausgelöscht. Okay. Das heißt, wir können jetzt weg. Ja, ich bin jetzt schon Richtung Tresorraum. Ja, wir kommen jetzt zu dir. Ich versuche jetzt noch auf dem Weg irgendwie an Muni zu kommen. Versuchen wir mal eine blaue Tarnung schnell zu holen, weil da brauchen wir eine. Mhm. Ja. Ah, da kommt der wie gerufen. So, bin jetzt blau und schlau. Okay. Okay. Dann auf zu Kali. So. Ich gehe jetzt hier rein. Wie elegant du da reinläufst, Kali. Ja, ich will jetzt nicht, ne, weißt ja. Aber irgendwie brauche ich immer noch was zum Heilen. Ich habe 24 Leben. Aber es gibt nichts zu futtern. Wachraum. I don't like diese. Dann machen wir hier okay, eine blaue ich komme zu euch. Ich mache unten links die Tür auf und marschiere da mal rein. Achso. War das unauffällig? Das ist halt so ein. Ja, irgendwie. Ich bin jetzt mal Professor. Höhere Sicherheitsstufe, Digga. Okay. Okay. Also wir laufen zu Kalle, ne? Hier ist Ammunition, falls ihr nochmal braucht. Mir geht's gerade gut. Brauchst auf jeden Fall Leben. Ja, ja, ich suche die ganze Zeit schon hier nach einem Heilungsding. Ich glaube, ich habe jetzt ein Klo zum. Kannst du mir nochmal aufmachen, du? Ja. Bin jetzt geheilt. Sehr schön. So weit war ich noch nie. Ja. Das ist so spannend, ne? Ja. Oh, jetzt sind sie dran. Wir müssen jetzt eigentlich Vollgas geben, ne? Ja, jetzt sehen wir, by the way, durch die Wand, wo der lang geht mit dem Koffer. Ah, okay, ja. Und wir könnten ihn abfangen. Ich weiß nur nicht, wo er gerade lang gehen will. Ich warte ja, gerade hier oben. Ich bin in einem Raum davor. Ich weiß nicht, ob ich hier wieder rauskomme. Achso, und wenn ihr die Augen seht, er sieht jetzt mit seiner Q-Fähigkeit, sieht er uns durch die Wand. Okay. Dafür bezahlt er aber mit Daten. Das heißt, wenn er jetzt 10 Daten hat, kann er 10 Sekunden lang uns durch die Wand sehen. Okay, crazy. Und kann so entscheiden, wo er halt lang gehen möchte. Okay. Dann sollten wir den mal richtig schön umzingeln, den Dude. Ich seh sie. Kalle, bist du alleine? Ja, ich wurde halt natürlich entdeckt. Wurde jetzt verfolgt. Ich versuche mich zu verpieseln. Und zu mir hier um die Ecke? Ich bin ja, hier. Ja, genau. Ja. Wir sind genau da hinter der Wand. Nur Vorsicht, da wird viel geballert. Sebastian. Ah, ich wurde getötet. Oh nein. Einer hat mich von hinten abgeknallt. Oh, die Tür. Soll ich öffnen? Nee. Ihr könntet chillen und vielleicht mich erstmal holen. Ja, wo bist oder du? Zu einem Extract. Ja, ich bin oben. Halt, ne? Die haben mich schon wieder entdeckt, leider. Oh, du liegst da oben. Wie komme ich denn da hoch? Ich hole ihn. Versuche die Leute zu verfolgen. Ich finde sterzig. Okay. Du musst links durch die Tür, Kalle. Der Koffer liegt da anscheinend. Oder die laufen gerade irgendwo weg. Die sind zum Ausgang schon. Wir müssen raus. Okay. Auf zum Ausgang. C oder was? Oder hier vorne? Achso, du meinst vom Haus? Ja, die rennen gerade raus. Ja, ich seh das. Wir haben wieder geguckt. Mhm. Yeet. Links rum.
Oh je, oh je. Oh, die gehen Richtung B. Oh je. Ja, also wie gesagt, die brauchen sehr, sehr lange, um zu extracten. Also. Ja, die haben wieder. Die gucken gerade übelst lange. Übelst lange gucken die. Ich gehe andersrum. Die machen Auge. Das Flugzeug kommt. Ich bin leider down. Nein! Ja. Stößen, 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 stößen. We need you, we need you. Oh shit, ja, die extracten gerade. Vollgas, Vollgas, Vollgas. Rauf, rauf, rauf. Oh, oh, schade. Aber so spannend bis ja, zum Schluss. Schade, das war spannend. Ein cooles Game. Richtig schade. Nice. Geil. Ja, geil, war doch eine schöne Runde. Haben wir auch mal das Ende gesehen, wie es ja normalerweise ist. Ja, das war nice. Ja, Leute, gerne alle abchecken. Lasst bei allen Daumen und Abos und Liebe da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Hoffentlich SD wieder komplett. Hakan plus Henno. Ja.